Schieße! So. Easy. Abrin. Kicken, kicken, kicken. Erfahrungsschrei nehmen wir mit. Und ein paar Spinnies. Spinnies! Stirb! Stirb! Stirb, du kleine Tarante! Oh, wie tun sie mir ja auch leid. Guck mal, die wohnen hier ihr ganzes Leben und dann kommt auf einmal hier so ein Held an und beraubt sie ihrer Reichtümer. Bloß weil ich so sage, hey, die haben keine Daseinsberechtigung. Die, natürlich haben die eine Daseinsberechtigung. Die haben hier ihr gesamtes Leben gewohnt. Und verteidigen hier eigentlich bloß ihr Gebiet. Hm. Oh, wie traurig. So. Go! Ernsthaft, jetzt laufe ich hier extra durch, um in der Hoffnung, dass da eine Truhe war und dann ist dann noch nicht mal irgendetwas. Nun gut. Auf nach links. Momentan haben wir noch... Na, schade. Ich dachte, wir kommen mit unserem Erfahrungsboost weiter. Aber leider nein. So. Und ich glaube, wir kommen doch dann erst noch in so ein anderes Dörfchen und dann nach Migara. Eigentlich könnten wir beide mitnehmen. Also, wir müssen... Doch, das zeitlich müssten wir es ja schaffen. Ja, doch, das kriegen wir hin. Bam. Okay. Ja, so geil. Das ist so geil. Ja, weil man ist es ja eigentlich nicht gewöhnt, hier in Griechenland schon so zu rocken. Aber das ist echt schon ziemlich krass, dass man hier mit so einer awesome Ausrüstung die Monster einfach nur so zerballert, ja? Also die können ja überhaupt gar nichts entgegensetzen. Und wir haben es ja auch bei dem Templer immer gesehen gehabt, umso stärker man wird, umso... pompöser ist es, wenn man die Monster angreift, ja. Bei Nahkämpfern ist es ja dann wirklich so, wenn man dann halt einen verheerenden Schlag setzt, dann fliegen ja die Monster auch durch die Gegend, ja. Also umso stärker man ist, umso höher fliegen dann die Monster auch. Oder umso weiter fliegen die Monster dann weg. Und wenn man dann halt wirklich so einen verheerenden Schlag setzt und, da, und so ein Monster dann einfach mal extrem in die Luft fliegt, rumgewirbelt wird, das ist natürlich dann immer schon so eine ja, also da demonstriert man schon ziemlich seine Macht. Also das ist schon geil. Schon geil, muss man sagen. Und ja, wenn ich nur daran denke, wie ich hier mit dem Templer... dieser komischen Schockwelle. Okay, bei der Schockwelle, da fliegen die Gegner ja nicht weg. Die werden ja eingefroren und dann nachsterben sie. So, aber wenn man jetzt halt hier diesen Schattenschlag oder was man da alles so hatte, so sich angucken würde, da würden die Monster hier einfach mal quer über die Karte fliegen. Das ist natürlich auch ziemlich geil, wenn man dann aus dem legendären Modus nochmal den normalen spielen würde. Da fliegt jedes Monster weg. Egal, da braucht man bloß mit der Wimper schlagen, ja. Da fliegen die Monster schon durch die Gegend. Bei einem Wimpernschlag. Ja, mit jedem Wimpernschlag sterben Heerscharen von Monstern. Ja, sofern man dann halt im normalen Modus ist. Im legendären Modus habe ich noch nie gesehen, dass da ohne weiteres Heerscharen vom Monster einfach mal so sterben. Obwohl, naja, kommt drauf an, weil so, wenn sie gebündelt stehen, dann kriegt man es auch mit dem Bogenschützen hin. Das kann ich euch schon mal versprechen. Darauf kann man sich dann schon freuen. Dann kommt nämlich auch wieder dieses Geräusch, als ob man auf eine Kakerlake tritt. Ja, genau dieses. Und ja, dann fliegen sie auf immer alle einfach auf den Boden. Hm.
Na! Komm schon! Du Luda! So! Hier oben waren auch noch zwei oder drei, ja. Bam! Na bitte! Ach, hier scheiß auf das komische Gold da. So nötig habe ich es dann doch auch nicht. Wäre nicht so, als ob ich dafür tanzen würde. Ja, Mann. Der Meltas macht einen Lapdance für dieses ganze Gold, was da rumliegt. So. Weil wir es ja so nötig haben mit unseren 3,8 Mille. Oder 3, ja okay, 3 Mille zumindest. Und das ist ja nicht so, als ob wir hier Haufen Artefakte gerade zusammenbauen wollen würden. Und wenn, dann würde ich eher empfehlen, dass wir dann halt hier einfach immer nur ein bisschen gelbe Ausrüstung aufheben und diese dann einfach auf jeden Schlag verkaufen. An den erstbesten Händler. Hallo? Nichts weiter drinne. Komm, liebes Spiel, schenk mir etwas Tolles, irgendwas Episches, irgendwas Phänomenales. Etwas, was uns ähnelt, etwas, was uns gleicht, etwas, was uns verbessern könnte. Etwas, das uns den, den Sinn des Lebens schenkt. Wie zum Beispiel die Spurenleser-Kapuze, ja. Oder die Spurenleser-Schuhe oder allein Jägerschuhe oder Jägerrüstung oder was es da noch so alles gibt. Das würde mir auch schon alles komplett ausreichen. Aber bitte keine, ich wiederhole, keine Erzmagier oder Kampfmagier oder Magierstäbe oder sonst irgendwas mit Zeug, wo man 500 Millionen Intelligenz benötigt, damit man es anlegen kann. Selbst wenn es Magierringe sind, würde mir auch komplett ausreichen, solange wie ich da keine Intelligenz nachweisen muss, sondern wenn ich da dumm wie Bohnenstroh sein kann und mir den anstecken kann und dann eine Energieregeneration von 8 pro Sekunde verzeichne, alles überhaupt gar kein Problem. Nehme ich gerne. Mit Kusshand nehme ich das gerne an. So. Frostleiche. Ich bin da immer so ein bisschen verwundert, ja. Das ist eine Frostleiche und dann... Was hat der für einen Stab? Feuerstab. Ja. Cool bleiben, ne? So, okay. Wenn ich jetzt mal so bedenke, dass wir mit 13 Heiltränken oder so, mit 5 Heiltränken angefangen haben, ja, und jetzt schon wieder 50 haben, ist schon cool, ne? Okay, also ich habe eigentlich hier auch mehr erwartet, dass wir hier vielleicht irgendwas Tolles finden, aber naja, es ist... Wir sollten da wirklich die Hoffnung eher in irgendwelche Telkine dann legen, dass wir da halt irgendwas finden könnten. Und hier nicht auf irgendwelche kleinen Typis, die hier irgendwo aus einem Grab rausschießen, ja. Wir wissen doch eh, dass hier keine großen Helden begraben sind. Die ganz großen Helden, die liegen in Elysium, ja. Und kämpfen dort auf den Feldern der Helden, ja. Hatten wir ja gesehen gehabt. Obwohl, die müssen ja dann doch irgendwo begraben sein, ja. Weil das ist ja die Anderswelt. Beziehungsweise das ist ja das Jenseits und hier sind wir ja im Diesseits und hier könnten wir ja doch trotzdem die das materialistische Zeug von denen dennoch erwärmen, ja? Wie zum Beispiel Achilles seine, keine Ahnung, Rüstung oder was auch immer, oder Speer oder
wofür er dann halt so bekannt war. Schwert, hatte der ein Schwert? Ne, der hat einen Speer, ne? Der hat einen Speer. Speer und Schild. War auch ein Hoplit. Obwohl, naja, okay, die griechischen Soldaten, die waren ja eben mit allem eigentlich ausgestattet. Bis auf die Bögen. Also, Bögen wurde ja seltenst genutzt, weil das ist ja so eine griechische Marotte immer gewesen, von wegen, dass Bögen für Jammerlappen waren. Halt unehrenhaft, so wurde es ja definiert. Dass ein Bogenschütze etwas Unehrenhaftes ist, weil er aus der Ferne angreift und nicht im Duellmodus sozusagen agiert. In einem ehrhaften 1-on-1-Match den Gegner bezwingt, sondern einfach nur aus der Ferne. In der Hoffnung, dass er ihn zuerst trifft und ihn dann auch dadurch tötet. Ja, das sieht man ja hier ziemlich gut, weil Meltas ist halt so ein Feigling, ne? Aber ein effizienter Feigling. Ich sitze dafür aber nicht auf dem Schwein, das möchte ich bloß mal so festhalten, ja? So wie dir. Die sitzen ja feigerweise auf dem Schwein. Ach ja. La 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 la. Zu geil. Spartanische Wälder, ja. Echt zu geil, wenn man hier einfach in so eine Gruppe reinballert und einfach alles stirbt. Weil das auch das einzige Spiel ist, wo ich mal feststellen musste, dass es hier keinen Pfeilregen gibt, sondern dass die Pfeile echt allein durch diesen Durchschlagschaden und beziehungsweise durch diese Durchschlagswahrscheinlichkeit, dass die einen Gegner durchbohren, dass sie dadurch halt den AOE-Flächenschaden unter anderem auch raushauen, ja. Und halt dann halt durch diese Projektile, durch diese, man könnte sagen, Sprengpfeile, ja. Aber sonst ist immer bei Rollenspielen, dass man irgendwo als Bogenschütze immer irgendwie so einen AOE-Angriff, dass der dann 300 Pfeile in die Luft gleichzeitig schießt und dass das dann als Pfeilregen wieder so nach unten kommt. Das ist ja immer so dieses Klischee. Aber das ist hier wirklich das erste Spiel, wo mir sowas nicht auffällt. Dass es sowas gibt, ja. Sondern dass man ja hier eigentlich wirklich jeden Gegner selber treffen muss. Auf einer geraden, auf einer ballistisch korrekten Schussbahn, ja. Ja, okay, jetzt könnte man natürlich auch streng genommen sagen, ja, ist das denn nicht ballistisch genau, wenn man in die Luft schießt und dass dann die Pfeile wieder runterkommen? Ja, doch, das ist. Ja, doch, das ist realistisch, aber es ist unrealistisch, dass man dann halt 30 Pfeile mit einer Bogensehne gleichzeitig in die Luft schießt. Und dann auch noch gezielt in einem kreisrunden Radius, dass die Pfeile da wieder runterkommen. Aber dafür ist das hier realistischer, ja, dass man die Wahrscheinlichkeit hat, Gegner zu geschlagen, ja. Kummerbringer, na, was ist denn das? Kummerbringer ist ein lilaner Gegenstand, sieht aus wie ein Schwert, der da rumgammelt. Ich guck gleich nochmal. Also ernsthaft, Kummerbringer ist echt ein Kummerbringer, der bringt mir echt nur Kummer. Kummerbringer, also für die Kämpfer unter euch. 126 bis 133 Schaden. Alter, wenn ich das mit dem Bogen vergleiche. 15% Wahrscheinlichkeit für plus 127% Durchschlagsschaden. 204 Schaden durch Blutung für 3 Sekunden. 15% Wahrscheinlichkeit für 135% Blutungsschaden und um 56% längere Dauer. 33 Durchschlagsschaden, 27 Stärke und 33 Angriffsqualität. Das ist ein geiles Ding, muss ich echt so sagen. Ist natürlich aber ein Schwert.
Muss man auch dazu sagen. Also für die Kämpfer, wie schon gesagt, für die Kämpfer, meldet euch, wenn ihr was braucht. Könnt ihr den Kummerbringer haben. Ich werde euch auf alle Fälle keinen Kummer bringen, sondern euch nur diese Waffe zur Verfügung stellen, wenn ihr wollt. Also schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr was braucht. Immer wieder gerne. So. Ich bin jetzt hier mal fleißig am Sortieren. So, okay. Dann passt das ja. Oh Mann, Hekates Sichel. Ist schon echt ein geiles Artefakt, muss ich echt sagen. Weil eins von Hekates Sichel, also ein Relikt von Hekates Sichel, bringt allein schon 30% mehr Energieregeneration. Und wenn man das halt damit kombiniert, wenn man irgendwo einen Ring hat, der eh schon plus 1 Energieregeneration bringt, Alter, das ist awesome. Massiver Bohrung der Flammen. Alter, what? Der macht dann satte 384 Schaden DPS? Ich leg den hier einfach mal nieder. Und guck mal, was der Bogen... Halt, Moment, 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 Moment. Alter, 496 DPS. Ja. Ich habe jetzt einfach nochmal... Der Bogen hat nämlich von sich an 15% Feuerschaden, plus 15% Feuerschaden, dann 13 bis 23 Bonusschaden, 11 Feuerschaden. So, jetzt habe ich dann noch die Prometheus-Flamme draufgeknallt, 90 Verbrennungsschaden für 3 Sekunden, plus 9% Feuerschaden und plus 25 Angriffsgeschwindigkeit, ja. Warte, jetzt gucke ich nochmal den hier. Ja, okay, wir sind jetzt von den Stats halt runtergegangen. Und die wir jetzt momentan hatten, weil wir hatten ja leiser Flug und so, der hat uns ja im Bereich der, des, ja, wie soll ich sagen, im Bereich der, ja, sagt mir und ich, ja, sagt mir es und ich sag's euch, in den Meisterschaften jeweils um einen Punkt gesteigert, aber, ja, was soll ich jetzt dazu sagen, ne? Jetzt machen wir auf alle Fälle mehr Schaden. Aber wir fressen auch viel mehr Mana, kommt mir so vor. Das ist auf alle Fälle ziemlich dicke. Dicke mit dem Mana, was da gefressen wird. Sieht auf alle Fälle immer cool aus, wenn wir dann unten Gegner treffen. Ich muss echt mal gucken, ob wir mit dem leisen Flug irgendwo noch eine Eigenschaft hatten von wegen Energieregeneration und so. Bla 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 bla. Nö. Nö, hatten wir nicht. Ich dachte, dadurch haben wir noch irgendwie Energieregeneration zum Teil erhöht oder halt, keine Ahnung, ein Leech gehabt. Also so ein Raub, dass wir Mana-Raub haben. Aber das hatten wir gar nicht. Ich muss aber sagen, diese Flammenexplosion, die wirkt halt noch ein bisschen verheerender. Also das lässt den Bogen nochmal so richtig schön mächtig wirken. Erst recht, wenn dann so eine Gruppe rauskommt und man dann einfach immer noch ein paar Mal reinknallt. Ja, also, dass da überhaupt gar niemand mehr rauskommt aus dieser ekligen Kackhöhle. So geil! Ja, jetzt haben wir einen echten Explosionsschuss. Ich habe den schon damals bei WoW geliebt. Obwohl. Jetzt müsste ich mal, glaub mal überlegen, was älter ist. Also, ich muss sagen, ich habe Titan Quest vor WoW gespielt gehabt. Ich
weiß aber nicht, ob WoW dennoch eher da war. Nee, ich glaube nicht. Oder doch? Ja, okay, weil WoW war für mich am Anfang immer so eine Sache, weil Online-Modus und so und Kriminalität von irgendwelchen Leuten und Pädophile, die sich da auf solchen Spielen rumgetrieben haben, da war ich dann immer halt ein bisschen ziemlich schockiert darüber, oder dass man da in so eine Sucht abgleiten konnte oder kann. Ja, da, deswegen habe ich mich da nie so wirklich rangewagt gehabt. Hab das immer mit Vorsicht genossen. Und dann hatte ich das halt mal auf einem privaten Server ausgetestet gehabt und dann, ja, eins kommt zum anderen und dann zockt man es halt mal intensiver. So. Jetzt sind wir bockig, ne? Weil wenn wir schon keinen lilanen Bogen finden, dann nehmen wir doch jedenfalls einen grünen. Der mighty ist. So. Okay, und jetzt sind wir hier in diesem kleinen Dörfchen, was von Zombies belagert wird. Zum Daisy-Dörfchen, und zwar Tegea. Ah, komm. Na? Ist doch gelacht hier. Freunde, das kriegen wir hin. So. Na bitte. So. Die Erfahrung hat uns niemand schon abspenstig gemacht. So, okay. Also, das ist wirklich nur ein ganz kleines Dörfchen, so ein Durchgangsdorf, muss man halt durch. Früher habe ich Pflüge und Sensen an Bauern verkauft, aber seit die Monster da sind, möge Artemis dich begleiten. Na, dich erstmal, werter Freund. Das Wasser in unserem Dorf, da unsere Dorfquelle jetzt verseucht ist. So, genau. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass die Dorfquelle nicht mehr verseucht ist, ja, weil das Wasser ist halt vergiftet, kontaminiert, und da müssen wir uns jetzt wirklich darum kümmern. So, das ist aber auch eine easy peasy Sache, ja. Das ist alles hier total easy peasy. Also ich weiß gar nicht, wieso wir jetzt hier nicht gleich in den legendären Modus springen, ja. Ist ja alles easy, ja. So, hier wollen wir erstmal noch mal ein paar Saartüren platt machen. Und uns hier noch unten das Ding hier kurz angucken. Ah, okay, hier ist nichts weiter. Hier ist bloß noch ein kleiner Friedhof. Ich glaube, hier war... Nee, hier war kein... Ich dachte, hier war noch eine Höhle, aber nee. Habe ich mich gerade geirrt gehabt. Habe ich dann doch mit einer anderen Stelle verwechselt. So. Ja, was soll ich hier noch groß zu sagen, ne? Das ist hier wieder so ein kleiner Friedhof gewesen und den haben wir natürlich wieder mal schön auseinandergeballert. Also, ja, im Melter-Style. Ich hoffe bloß wirklich, dass wir in dem Monsterlager bei Panas dann von den Gorgonen wirklich eine neue Rüstung bekommen, eine neue grüne Rüstung, die wir dann anziehen können, wenn wir bis dahin immer noch keine Jägerrüstung oder sonst ähnliches gefunden haben, was uns ja endlich mal unsere Gorgonenschärpe upgraden würde, ja. Weil das ist echt schon, wenn man sich das mal vorstellt, das ist doch eigentlich schon traurig, dass wir das Ding, das hatten wir fast vor einem gesamten Spiel gefunden gehabt, ja. Auch hier in Griechenland und haben das jetzt einmal gesamt mitgetragen. Also echt, das Ding hat doch schon leicht Verschleißerscheinung. Dass das schon überhaupt gar nicht mehr modisch ist, das ist klar, ja. Aber dass andere alles auch schwächer ist, das finde ich dann auch ein bisschen erstaunlich. Wie zum Beispiel diese Tunika des Silberbogens.
wo ich eigentlich gedacht habe, Tunika des Silberbunks, das muss doch eigentlich so ein awesome Ding sein, so ein unglaublich tolles, weil es klingt ja schon geil, ja, die Tunika des Silberbunks, ja, wo ich mir so sage, ey, der Silberbogen, das muss doch irgendwas so richtig Tolles sein, ja, aber nein, das Ding, das hat unsere DPS einfach nur so in den Keller gezogen. Und wenn man sich jetzt einfach mal so überlegt, wir hatten gerade einen Bogen aus Spaß mal angelegt gehabt, ja, einen Bogen, einen grünen Bogen, der hat uns erstmal die DPS um 100 einfach mal verbessert. Sterbliche, eine Najade ist ein Wassergeist. Ja, eine Milliarde ist ein Wassergeist. Und er kümmert sich um die Quellen und deswegen kümmern wir uns jetzt darum, dass sie in ihrer Quelle wieder leben kann, denn die Spinnen haben ihre Quelle verunreinigt und deswegen müssen auch die Menschen darunter leiden, ja? Weil so Meran-Pipi, das schmeckt man als Mensch nicht raus, aber so wenn halt hier so eine Spinne ihr Pipi reinmachen in die Quelle, das ist natürlich dann schon eklig. So. Okay, das hätten wir. Erfahrung! Meins! So. Jetzt gleich noch meinen Mana-Trank. Also ich glaube, als nächstes muss ich mir unbedingt Mana-Tränke holen. Und da haben wir schon wieder einen blauen Gegenstand. Ätherklinge, ja. Einen blauen Gegenstand, unser erster blauer Gegenstand. Aber halt was Besonderes, ja. Ätherklinge, wusste ich's doch. Ja, weil man sieht das ja immer schon sehr schön, wenn dann so ein Gegner auf einen zukommt. Da kann man schon so leicht einordnen, wo das hingehört. Also ob es was Besonderes ist oder nicht. Und die Ätherklinge hatte ich noch gut im Gedächtnis, weil das, ich glaube, das war der erste Titan Quest Immortal Throne Gegenstand, den ich unter anderem gefunden hatte. Weil das Titan Quest Immortal Throne Zeug, das erkennt man immer ziemlich daran, dass es halt alles so giftgrün gehalten ist und ja, halt von der Texturaufmachung immer ein bisschen anders ist als das normale Titan Quest Zeug. Das ist ja eigentlich ziemlich schlicht gehalten, das normale Titan Quest Zeug. Und weil sie sich wirklich bei Titan Quest Immortal Throne halt auch so an dieses Traumzeug und an Hades und ja, an dieses giftige Zeug so ein bisschen gewagt hatten, hat das auch alles ein bisschen diesen giftgrünen Charme gehabt und deswegen hat auch diese Ätherklinge da so einen ekligen giftgrünen Schein. So, wir gucken uns das Ding gleich mal an. Ich wollte jetzt hier bloß noch die komplette Bude mal kurz bereinigen, weil das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel. Das sind hier eigentlich nur so ein paar Nebenhöhlen und vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Dann können wir gleich zwei Sachen uns angucken. Ja, man muss immer optimistisch bleiben. Immer optimistisch bleiben, Freunde, ja. Jetzt haben wir schon zwei Schwerter, ja. Jetzt könnten wir eigentlich so ein Samurai-Krieger, so ein Ninja werden. Ja, aber nun gut. Könnte. Mondstab. Den werde ich nicht eines Blickes würdigen. Den lasse ich da gleich liegen, dass er da verrotten kann. Und hier gucken wir uns jetzt mal die Ätherklinge an. Die Ätherklinge macht 75 bis 83 Schaden, ist schnell. 11% Angriffsschaden wird in Leben gewandelt. 9% entzogene Energie, in Klammern 50% entzogene Energie verursacht Schaden. 27 Intelligenz plus 40% Energieregeneration plus 22% Angriffsgeschwindigkeit und minus 15% Verringerung aller Anforderungen. Also, ja, solide. Sagen wir mal solide, nicht perfekt, geil, super, awesome, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was es Besseres gibt, sondern ist solide. Kann man nehmen. Es gibt weitaus Besseres, aber ist auf alle Fälle, wenn man einen Nahkämpfer hat, würde ich das auch nehmen. Ohne groß nachzufragen. Ich habe meinen epischen Giftsack. Und hopp. Knochenhaufen. Kommt! Traut euch, ihr Wesen der Finsternis! Traut euch!
Ja, okay, da hinten ist auch nichts rausgekommen. Okay, und jetzt müssten wir eigentlich hier gleich in der letzten Höhle sein. Ja, genau.